dance when the bass hit. Dab on the spaceship. Me and all my motherfucking homies going ape shit. I'm hella high. Yo, servus guys, euer Sweaters back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal, Jungs, und heute ist einfach Wahnsinn. Gestern Nacht um 3 Uhr hat mich die Nachricht erreicht. Sweater, du hast die 1000. Mein Bro Laches hat's auch auf Instagram gepostet. Ich konnte schlecht live reacten, es war um 3 Uhr nachts. Ich hab die Nachricht dann erst 6 Uhr morgens quasi gesehen. Ich habe natürlich geschlafen. Und es war einfach heftig, wie viele Leute mir schon am Morgen geschrieben haben: Herzlichen Glückwunsch, Bro, hast dir verdient, etc. Auch was einige in den Kommentaren geschrieben haben. Ist einfach nur absolut der Wahnsinn. Und da ist natürlich mein absoluter Dank an euch wirklich. An jeden, der abonniert hat, an jeden, der mit am Start ist, sich die Videos gönnt, einen Daumen nach oben gibt, einen netten Kommentar schreibt, der mich supportet bei meinen Meinungsblogs. Das ist einfach irre, muss ich sagen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, Jungs. Und jetzt rede ich mal wirklich Real Talk. Es ist einfach heftig in einer... Also ich muss sagen, ich habe aktuell eine ziemlich, ziemlich schwere Zeit. Und da ist es einfach der Wahnsinn, wenn man auf sein Handy guckt und sieht, wie viele Leute einen supporten, Jungs. Das gibt einen, ohne jetzt abgehoben zu wirken, also ich werde niemals abgehoben werden, das gibt einen wirklich eine kleine, breite Brust. Ihr habt es geschafft, dass ich ein Lächeln auf die Lippen kriege in einer sehr, sehr schwierigen Phase, die ich gerade eben habe. Und das ist einfach nur absolut der Wahnsinn, wie ihr mich supportet. Ich kann das aktuell gar nicht so wirklich in Worte fassen. Und da gibt es auch Leute eben, die real geblieben sind, auch von damals, die noch nach der Sweater Crew bei mir geblieben sind. Wirklich vielen lieben Dank, die alle noch da sind, an von Zuschauern natürlich auch an meine Bros gerichtet. Die werden auch noch zu Wort kommen. Also mega, mega Dankeschön an, ich werde sie jetzt mal wirklich aufzählen: Dragback, Laches, Mysterium, Joker und mein Designer Chromeleon und natürlich meinen besten Kollegen Rambo. Es ist einfach wirklich der Wahnsinn, wie ihr mich in letzter Zeit und auch generell immer supportet habt, Jungs. Wie gesagt, in einer Phase, die eigentlich nicht so einfach ist. Und man muss sagen, wenn ich da manchmal, also wie ich da letztens gestreamt habe und 12 Zuschauer, wie der Chat abging, ich muss sagen, ich war wie in einer anderen Welt. Es hat sich angefühlt wie in einer anderen Welt, Jungs. Es war der Wahnsinn. Ich kam gar nicht mehr hinterher mit dem Kommentare beantworten, das tut mir auch leid, aber es ist aktuell richtig komisch. Ich hatte vor, wenn ich mal bedenke, vor 1-2 Monaten hatte ich vielleicht mal 40 Aufrufe auf irgendwas gehabt. Keine Chance mehr, irgendwie von den 500 mehr oder weniger aufzusteigen. Und das, was ihr macht, Jungs, 1000 Likes auf ein Video, das habe ich noch nie geschafft, Jungs. Und generell, jedes Video aktuell geht ab, jedes Video feiert ihr, egal ob es ein kritisches Thema ist oder ob es einfach wie letztens war, dass ich eure Hilfe brauche, eure Kommentare, ihr supportet einen wirklich ungemein. Das ist der Wahnsinn. Man muss dazu sagen, Jungs, ich selber habe an diesen sogenannten Hype gar nicht geglaubt. Ich habe an den Hype nicht geglaubt und alle um mich drumherum, also meine Bros, die ich vorhin erwähnt habe, die jetzt auch noch die nächsten Tage ein extra Video bekommen, wo sie auch mal was sagen dürfen. Alle haben zu mir gesagt: Sweater, du schaffst die 1000, und ich habe nicht dran geglaubt. Und Jungs, ihr habt es mir einfach möglich gemacht. Und dieser Blick aufs Smartphone, wenn man sieht, dass man die 1000 erreicht hat, der ist unbeschreiblich. Und wirklich nochmal danke an alle, die da geblieben sind und nicht so wie einige damalige größere YouTuber mit, glaube ich, 600, 900 bzw. 2300 Abos, die dann einfach weggegangen sind in einer schlechten Phase. Und das zeichnet die Leute aus, die da geblieben sind, die Realness, die supporten mich ungemein und ihr auch mit euren Kommentaren, mit euren Likes. Ich kann das alles gerade gar nicht in Worte fassen. Wer vielleicht mal das FAQ von mir gesehen hat, da habe ich so angekündigt, dass es mal mein Ziel ist, vielleicht so 1000 Abonnenten zu schaffen. Vielleicht in die Richtung 5000 zu gehen. Und Jungs, ihr habt mir dieses Ziel einfach schon jetzt erfüllt. Und ich kann wirklich nur mega, mega dankbar sein. Ich hoffe, der ein oder andere wird noch am Start bleiben und weiterhin Freude an meinen Videos haben. Ihr wisst, Jungs, Real Talks werden weiterhin kommen. Als 1000 Abonnenten Special sind einige Sachen geplant, eben meine Bros, die was erzählen. Dann werde ich euch so einen kleinen Rückblick von mir geben, dass die Leute, die noch nicht so lange da sind, aber jetzt schon mega, mega krass supporten, dass ich da nochmal so einen kleinen Rückblick von mir gebe von diesem Jahr. Und dann wird es wahrscheinlich vielleicht nochmal einen Stream geben, wo ich was verlose, Jungs. Es ist einfach absolut der Wahnsinn, was ihr gemacht habt. Sowohl ihr Zuschauer, sowohl auch die Leute, die mich
privat und außerhalb von YouTube supportet haben oder auch mehr oder weniger YouTuber sind und für mich da waren, mich supportet haben, mit mir abgehangen haben, mich ein bisschen auf andere Gedanken gebracht haben, Jungs. Und ich muss wirklich sagen, dieser Blick, wenn ich da auf mein Handy schaue und ich sehe diese Zahlen, ich sehe die Kommentare, ich sehe die Likes, ich schaue drauf und habe ein Lächeln auf meinen Lippen. Und das ist unbeschreiblich, Jungs. Wirklich. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das Video hat nicht allzu verplant gewirkt, Jungs. Wenn nicht, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde euch allen Daumen nach oben geben, aber ich kann es leider nicht. Also wirklich vielen Dank für alle, die mich supportet haben und mich noch weiterhin supporten werden, Jungs. Ihr seid echt eine geile Community. Es ist also einfach der Wahnsinn. Und damit würde ich sagen, Jungs, checkt gerne eins der letzten Videos aus. Bleibt weiterhin so stabil, Jungs. Danke für alles. Euer Sweater ist raus. Haut rein und ciao.